Hi Leute und willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir haben mit Penne vorhin hier noch ein kleines Lager fertig gemacht. Ihren Ex-Kumpel Nash und seine Freunde hier. Und danach hat sie kurz mit Rogue telefoniert. Und jetzt will sie auf einmal mit mir quatschen. Und? Fühlst du dich besser? Vielleicht ein bisschen. Lass uns verschwinden. Hast du hier noch... Ah, auch nur Mist. Sieht man hier jetzt die Karte von... Hier irgendwo in diesem Tunnel kann man noch ein Auto bekommen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt geht oder ob man das später Rogue ist eine verbitterte, kalte Hure. Ich glaube, sie hat das Ziel aus den Augen verloren. Soll das heißen, sie war mal lieb und fürsorglich? Ha, der war gut. Aber sie wusste selbst, wie es sich anfühlt, rumgetreten zu werden. Sie braucht einen Tritt in den Arsch. Hey, Boss, ich hab deine Fracht. Nee, keine Verarsche. Lass uns treffen, am Sunset Motel. Ich weiß, dass du es ernst meinst. Ich werde da sein. Okay, Treffpunkt ist ausgemacht. Wir übergeben die Ware und dann geht's mit Hellmann weiter, okay? Klingt nach Spaß. Okay, sie sagt nichts mehr, dann können wir das wieder springen. Da sind sie. Lass mich reden. Riecht's nach Ärger? Nein, glaub nicht, dass was passiert. Hey, Boss. Panam! Wie geht's Nash? Geht nicht ans Telefon. Muss den nicht mehr anrufen. Ist nicht nötig. Du hast Eier, Mädchen. Wer ist das? Ein kleines Geschenk für mich? Wir arbeiten zusammen. Du wechselst deine Chumbas wie andere ihre Schlüpfermädchen. Hier. Erstklassige Ware. Mhm. Und? Alles in Ordnung? Check deinen Kontostand. Sollte in ein paar Minuten Fett anwachsen. War mir ein Vergnügen. Aber ich dachte, Rogue bezahlt mich. Das war gute Arbeit. Hast dir Trinkgeld verdient. Gehen wir. Mein Trinkgeld? Hallo, hier. Ist gut gelaufen. Komm, lass uns das feiern. Ja, okay. Feiern. Die Ruffen sind tot. Street ist zufrieden. War doch ein guter Tag für Panam Palmer. Noch kannst du mir richtig auf den Pisser gehen. Oder ich kratz ab. Oh, ich muss kotzen. Bitte nicht. Ich war gerade am Loot. Hey, Noah. Hey. Neue Auftraggeberin oder neue Freundin? Dreimal darfst du raten. Ach, sie ist übel. Alles klar bei dir? Haben diese Sacke sich da in letzter Zeit Ärger gemacht? Die Raffen? Nein, alles ruhig. Klar kommen die wieder, aber wir haben schon Schlimmeres überstanden. Was darf's denn sein?
Joseph, 2. Dieses Paket für Sixth Street. Was war da überhaupt drin? Hast du nicht reingeguckt? Valoperidol. Medizin für die Cyberpsychos unter uns. Verticken sie die? Ja, haben Deals. Mit illegalen Kliniken und Rippern. Also, trinken wir auf deinen Thorn. Danke für alles, Partnerin. Und. Noch eins, bitte. Alle. Angeblich. Danke nur. Zum Wohl. Sag Bescheid, wenn du noch was willst. Lass einen saufen heute. Was die Ruffen angeht, sind wir mit denen fertig? Oh nein. Die Schiffe sind wie Kakerlaken. Die wird man nie los. Aber für eine Weile sollte es ruhig sein. Die müssen sich erst aufraffen und den Staub abklopfen. Meinst du, du gehst zu den Aldecaldos zurück? Ich meine, nicht jetzt, klar. Aber irgendwann. Weiß nicht. Einerseits habe ich niemanden außerhalb des Clans. Scheiße. Ich kenne gar kein anderes Leben. Und andererseits? Will ich wissen, wer ich ohne meinen Clan bin? Wer wäre ich, wenn ich in Night City bleibe? Geht das nochmal? Ja. Du könntest es einfach versuchen. Sehen, wer du in Night City wirst. Doch, in dieser Stadt läuft nichts fair ab. Weiß nicht, ob du dafür deine Freunde aufgeben solltest. Meinst du Mitch und Scorpion? Das werde ich nie. Früher oder später wird dich Night City verschlingen, Panam. Du musst deine Verbindungen zu den Aldecaldos nicht abbrechen. Das erledigt schon die Stadt für dich. Muss wohl drüber nachdenken. Okay, jetzt sind meine Bedürfnisse an der Reihe. Wie lautet der Plan für Hellmann? Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, aber ich muss erst mal darüber schlafen. Dann können wir über Details reden. Am besten nehmen wir uns hier 2 Zimmer, bleiben in der Nähe. Wir legen gegen Mitternacht los, dann sieht uns keiner. In Ordnung? Vielleicht nur ein Zimmer? Mhm. Noah hat in allen Zimmern 2 Einzelbetten. So sparen wir Geld. Nicht ganz, worauf ich hinaus wollte. Ich weiß. Es ist nur, ich bin froh, dass wir uns getroffen haben, daher... Schon gut. Ich bin auch froh. Das war ein verdammt harter Tag. Aber wir haben ihn überlebt. Und, das werden wir morgen auch. Das höre ich gern. Alles okay zwischen uns? Mhm. Ja. Noah, wir brauchen ein Zimmer. Einzelbetten. Nur für heute Nacht. Ich gehe eine Runde schlafen. Es kommt noch ein Weg. Wie sich das gehört. Nacht. Mhm. Aha. Wie? Eines meiner fehlenden Fahrzeuge könnte sich in dieser Nähe befinden. Verstanden.
Oh, Moment. Seins von den Wandtattoos. Ja? Was bietest du an? Knarren. Die besten in den Badlands. Da. Legis sind in dem Spiel nichts Besonderes. Gehst einfach zu einem random NPC hier. Munition. Nee, ja. Was hast du hier schon? Haben wir ordentlich? Nein, doch. Meine, die ich habe, machen 30% Schaden weg, du ja nur 15%. Da heißt, den nehmen wir erstmal mit. Guck mal später, wo wir den drauf tun können. Das ist das Gewehr, was sie hatte, ne? Ja. Was gibt's denn hier Schönes? Genau, das hier sind nicht für die Schadendings. Fange die Rückstoß. Es ist. Oh. 96.000 ATF. Wenn ich so darüber nachdenke, hier draußen nervt das NCPD nicht, Konzerninspektionen gibt's auch nicht. Hast du irgendwas Unkonventionelles, was man in der Stadt nicht bekommt? Wir finden bestimmt was für dich. Gucken, ist jetzt irgendwas anderes da? Ich meine, so ein Ding hatte ich, glaube ich, noch nicht. Nee. Das, die auch noch nicht. Die anderen kenne ich halt von der Form, wie sie aussehen, auf jeden Fall. Okay. Judy, und? Hast du einen Plan? Darauf kannst du einen lassen. Komm heute Abend zu mir, dann besprechen wir alles mit Tom und Roxy. Sie machen mit. Maiko wird auch da sein. Wie hast du das denn geschafft? Ich hab was richtig Großes. Sag's dir heute Abend. Ach so, was willst du auf deine Pizza? Heuschreckensalami. Und ganz viel extra Käse. Gefällt mir. Okay, wir sehen uns also heute Abend. Ich werde dort sein. Was wollen denn jetzt alle auf einmal von mir? What the fuck? Er kommt mit seinen KI-Autos an. Sie will jetzt das Clouds übernehmen. Sie will jetzt hier noch... So. Oh, hallo. Was gibt's hier? Oh, tschüss. Chillt hier. Kann ich dir helfen? Nein, kannst du nicht. Bin aber gleich fertig. Die Ruffin haben mein Baby richtig zerfickt. Hast du gut geschlafen?
Wie ein Stein. Und du? Hast du gut geschlafen? Ich glaube, du hattest Albträume. Hast ein paar Mal geschrien. Wirklich? Mach dir nichts draus, ich bin's gewohnt. Als Mitch und Scorpion aus dem Krieg zurückgekommen sind, haben sie sich jede Nacht im Bett gewälzt. Monatelang. Irgendwann legt sich das. Mhm. Wollen wir es hoffen. Ist dir was Gutes eingefallen? Für Hellmann, meine ich. Was sehr Gutes. Ja. Pass auf. Okay, ich höre. Der Schraubenschlüssel sind wir. Der Cutter ist der AV. Und da, wo der Schraubenzieher ist, muss der AV abstürzen. Du fragst dich sicher, wie wir ihn dazu bringen. Etwa mit deinem Geschütz? Das kommt woanders zum Einsatz. Damit verpassen wir so einem gepanzerten AV nicht mal eine Delle. Aber es gibt eine andere Lösung. Hier, die Klemme. Das ist ein Satellitenkraftwerk. Satellitenkraftwerk? Ja, da müssen wir einbrechen. Aha. Soweit alles klar. Und dann? Und dann jagen wir dem AV einen fetten EMP rein. Warum frage ich überhaupt? Sobald der AV in Reichweite ist, lösen wir einen elektromagnetischen Puls aus. Das sollte die Bordelektronik killen. Soll heißen, die Motoren fallen aus? Nicht nur die Motoren. Alles. Antrieb, Navigation, Kommunikationssysteme. Na gut, dann los. Ja, spring rein. Ist kalt. Was? Sah sehr glitschig aus in einem Regal. Wem gehört das Kraftwerk? Regierung oder Konzern? Macht das einen Unterschied? Wer kontrolliert denn bitte die Regierung? Ich will nur wissen, wem wir gleich auf den Schwanz treten. Wie? Sieh dich um. Es ist simpel. Alles, was du siehst, gehört einem Konzern. Du machst den Konzern gerne Ärger. Wie kommst du denn auf die Idee? Obwohl, wenn ich es mir recht überlege... Rogue, Nash, die Ruffen... Ganz dünnes Eis, wie? Dein Hass kennt keine sozialen Grenzen. Na, dann kannst du froh sein, dass ich auf deiner Seite bin, oder? Allerdings. Ganz anderes Thema. Was ist das Abgefahrenste, das du je geschmuggelt hast? Ha? Spielen wir jetzt Wahrheit oder Pflicht? Komm schon, sag's. Den stellvertretenden CFO von Kaukas. Das nennt sich chauffieren, nicht schmuggeln. Er fuhr im Kofferraum mit. Tot. Aha. Tot? Echt? Eine lange Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie dir mal. Wir sind fast am Damm. Legen wir einen kurzen Stopp ein. Sinken wir dich mit dem Geschützturm. Ich will, dass du das Geschütz benutzen kannst. Das verbessert unsere Chancen. Nice. Verbinde dich. Wie verbinde ich mich? Direct Link? Wie sonst. Die Buchse spinnt ein bisschen. Musst manchmal etwas rumwackeln. Bin verlinkt. Moment. Erst eine Diagnose. Scheiße, ich krieg ständig eine Fehlermeldung. Seltsam. Muss was anderes versuchen. Und hier, Panam, hier kommt Johnny. Mitten im verfickten Nirgendwo. Gute Arbeit, wie. Hey, ich glaube, dein Implantat hat einen Virus. Das in deinem Nacken. Ich habe einen Bioprozessor im Kopf, der unabhängig von mir arbeitet. Wahrscheinlich hat dein Diagnoseprogramm das abgefangen. Mhm, okay. Aber durch den Direct Link fließen keine Daten raus. Dein Wagen ist sicher. Na gut, ich glaub dir. Ich weiß, du baust keinen Scheiß. Okay. Wird schon schief gehen. Siehst du den Haufen Müll da? Feuer einen kurzen Feuerstoß drauf ab. Ich übernehme die Kalibrierung. Gut. Nächstes Ziel. Einzelschuss. Was nächstes Ziel?
Hä? Ah, da. Okay, ein letztes Mal. Schieß etwas länger. Sehr gut. Ich glaube, wir haben's. Na, also war doch gar nicht so übel. Die Kalibrierung ist okay, aber deine Software könnte ein Update vertragen. Scanner, Steuerung, alles mehr als 2 Generationen alt. Selbst in der Grabbelkiste auf dem Kabuki-Trödelmarkt gibt's bessere Tech. Ich kann dir helfen, was zu finden. Sicher. Viel wichtiger ist, dass es jetzt erstmal hier läuft. Und? Wo ist dieses Kraftwerk? Wirst du gleich sehen. Ich kenne Stelle, von der wir einen guten Überblick haben. Will nur sicherstellen, dass hier sonst niemand ist. Du sabotierst ein Konzernkraftwerk, überfällst einen Konzerntransport, entführst einen Konzerner. Wirst du dich selbst gern Konzern sagen oder willst du auf was hinaus? Weißt du was? Du erinnerst mich ein bisschen an mich selbst. Vor 50 Jahren. Ohne das Charisma und den riesigen Schwanz. Vielleicht können wir miteinander auskommen. Zur Erinnerung. Ich suche Hellmann für mich selbst, nicht um Arasaka eins auszuwischen. Es geht ums blanke Überleben. Mein Überleben. Saka hat dich mit seiner abgefuckten Tech erst in diese Situation gebracht. Scheiß auf Motive. Der Zweck heiligt die Mittel. Und im Moment ist der Zweck dein Überleben. Alles klar. Die Gegend sieht völlig leer aus. Keine Patrouillen. Das große Teil da ist der Kollektor. Und siehst du diese Antennen? Jede Antenne empfängt Mikrowellenenergie von Satelliten im Orbit. Die werden dann in Strom umgewandelt. Die Antennen ziehen sich die ganze Schnellstraße entlang. Sie sind miteinander verbunden, praktischerweise. Wir müssen nur mit dem Kollektor rumspielen. Dann folgt eine Kettenreaktion. Und jede einzelne Antenne sendet einen Impuls aus. Der AV wird wie eine Fliege auf ein Spinnennetz zufliegen. Wir müssen den Impuls nur im richtigen Moment abfeuern. Holen wir das Teil. Sobald wir am Kraftwerk sind, kümmere ich mich um eine Umgehung für den Zünder. Du überlädst die Systeme. Systeme überladen? Ei, ei, Ma'am. Wann ist mein Einsatz? Hoffe natürlich, dass es nicht allzu kompliziert ist. Ist es das? Sollte es nicht sein. Du drehst einfach alles so weit wie möglich auf. Bis zur Unendlichkeit. Krieg ich hin. Und was jetzt? Jetzt warten wir. Sollten unsere Ankunft auf dem Flugplan des AV abpassen. Läuft. Es gab ja schon so viele Filmzitate. Hast du sowas schon mal gemacht? Einen AV runtergeholt? Alleine? Nein. Warum fragst du? Kraftwerk, EMP, die Systeme, Netzwerke. Du hast einen Mordsplan ausgearbeitet. Danke, W. Man muss nur die richtige Herangehensweise haben. Ich folge den 3 A's. Bitte was? Abschätzung, Aufstellung, Aktion. Egal, was du tust, du solltest immer 3 Sachen machen. Abschätzen, was du zur Verfügung hast und checken, was vor dir liegt, was also das Problem ist. Dann planst du mit diesen 2 Variablen im Kopf. Nimmst, was du hast, besorgst, was du brauchst, stellst Dinge und Leute auf. Dann gehst du in Aktion. Simpel. Dein Motto würde sich gut auf einem T-Shirt machen. Die 3 A's sind alles, was du für ein gutes Leben brauchst. Außer vielleicht einem kalten Bier. Und das 4. A, wenn wir trotz des Plans am Arsch sind? Dann improvisierst du halt. Dachtest du echt, ich hätte ein narrensicheres Erfolgsrezept für dich? Muss zugeben, so hat es sich für mich angehört. Du bist echt eine Marke, wie... Okay, wir sind bald da. Ein letztes Mal. Wir fahren rein, bringen das System zum Absturz und verschwinden. Halt dich fest! Könnte etwas ruckeln! Bist du bereit? Okay, ich bin bereit. Drohnen! Die erledige ich. Mach lieber schnell, ehe sie uns treffen! Gut, das reicht! Waren das alle? Aber wir müssen uns beeilen. Sie fährt genauso schlimm wie ich.
Okay, sie ist schlimm. Geh die Steuerung suchen. Ich verbinde den Zünder. Schnell wie! Oh, shit! Was ist los mit dir? Oh, komm schon. Atmen. Oh. Scheiße. Ich glaube, wir haben es übertrieben, Panam. Du wirst verkraften. Siehst du das? Leuchtet und blinkt wie ein Weihnachts... Bis zum Anschlag. Da hast du's, Mädel. Fuck yeah! Hauen wir ab, bevor es uns auch durchknallen lässt. Okay, wir können nicht nach hinten gucken. Wie scheiße, du musst raus da, bevor der Chip kaputt geht. Danke für den Hinweis. Wollte gerade meine Picknickdecke ausbreiten und mich für ein schönes Sonnenbad. Ich mein's ernst. Pass auf, die nächste Welle könnte... Johnny? Johnny? Verdammte Scheiße. Okay. Ich bin okay. Ja. Es ist okay. Ja. Jetzt. Verpiss dich von hier! Vielleicht nicht der sauberste Job, aber immerhin. Was ist mit dem Zünder? Hat es geklappt? Ja, hat geklappt. Das Signal bleibt auch stabil. Wir müssen nur weit genug wegfahren, damit uns der Impuls nicht auch umhaut. Diese Klippe, dorthin. Von da haben wir die Antennen im Blick. Und dann warten wir. Okay. Hier. Wollte schon immer mal so einen fetten roten Knopf drücken. Woher wissen wir wann? Keine Sorge, ich habe alles im Blick. Warte einfach auf mein Signal und löst dann den Impuls aus. Die werden aus allen Wolken fallen. Ja, das war der Plan. Und übrigens... Hm? Wir schießen gleich Kang Tao-Eigentum im Wert von Millionen aus dem Himmel. Wie fühlt sich das an? Zeug hochjagen. Genau das, was ich jetzt brauche. Und genau das, was ich hören wollte. Merkst du das? Was? Wie ruhig es ist. Das Summen der Stadt. All die Stimmen und Gerüche. Alles weg. Der Wind verstärkt es noch. Hat es schon vergessen, was Stille ist. Mhm. Obwohl, vielleicht nicht die Gerüche. Ich meine, die Kojoten? Schwer zu überriechen. Dachte, das wäre der Duftbaum in deinem Thornton. Haha. Leck mich. Konzentrier dich besser auf den AV. Halt die Augen offen. Da ist er! Kommt aus Pacifica! Alles klar. Halt dich bereit. Noch eine Sekunde. Noch eine. Jetzt! Boom. Da ist er. Scheiße, was ist los? Schöne Scheiße. Gott verdammt nochmal! Volltreffer! Panam, die Motoren laufen noch. Scheiße, sie entkommen. Die gehen nirgendwo hin. Wir müssen los. Nur einen Moment. Panam, was soll das werden? Oh. So macht man das! Er verliert an Höhe. Wir haben den Bastard! Holen wir ihn uns! Wir haben ihn! Nach diesem Knall kann der sich nicht in der Luft halten. Wir werden landen oder abstürzen. Hast du das mitbekommen? Yeah. Over. AV. Ungekennzeichnet. Verliert an Höhe. Mitch! Scorpion! Mich? Scheiße, was machen die hier? Den Generatoren. Folgt dem AV, ich komm gleich nach. Mitch! Scorpion! Batterie ich bin's, Panam! Bleibt weg von dem AV! Wiederhole, nicht dem AV nähern! Unterwegs. Werd die Party wohl ohne dich anfangen. Das ist Kantau! Warte!
wartet auf mich! Oder verpisst euch am besten! Sie wollen den Überlebenden helfen, aber das sind Konzerne! Sie hören mich nicht, der Impuls blockiert mein Signal! Scheiße! Rip. Ich hab 3 auf dem Radar! Drohnen! Ja, mach dich bereit! Sie wollen uns aufhalten! Lassen wir sie aber nicht! Wir müssen zu Mitch und Scorpion! Hallo? Panam, Problem! Ladehemmung! Scheiße! Nicht schon wieder! Ich mach das! Halt dich gut fest! Ich schalte auf Autopilot um! Klemmt! Verficktes Teil! Wir kleben uns am Arsch! Panam! Ich weiß! Verdammte Verschlüsse! Geh nicht auf! Hab's gleich! Was? Panam! Geht schon. Okay, jetzt sollte es klappen. Zumindest vorübergehend. Mehr brauchen wir gar nicht. Komm runter da. Hallo. Da! Hinter dem Hügel! Okay, eine Sorge weniger. Ah, scheiße. Panam, bist du verletzt? Scheiße, Querschläger. Kommst du klar? Ich komm schon durch. Keine Sorge. Hey Mann, wo bist du? Hallo? Ja, geil. Scorpion. Einfach weiter auf einer offenen Frequenz labern, damit sie euch garantiert bemerken, was? Ich werd nicht mehr. Irgendwas stimmt nicht. Hast du diese Schüsse gehört? Wie? Ihnen ist was passiert? Wir checken das. Ich sehe das Wrack, aber weder Scorpion noch Mitch. Abgelaufen. Scheiß drauf. Wie? Verbinde dich mit der Drohne. Wir scannen das Areal. Wir brauchen einen Lagebericht. Los geht's. Verbindest du dich mit der Kamera? Mhm. Wie? Wenn sie die Aldecaldos haben. Mitch und Scorpion, ich kann einfach nicht. Ich weiß. Verbunden. Hab die Kontrolle. Kampfdrohnen. Die Verteidigungssysteme sind aktiv. Sie haben das Areal abgesichert. Sie warten auf Verstärkung. Scheiße. Wie, das sieht nicht gut aus. Stinkende Konzernraten. Mitch! Er lebt! Sie haben ihn! Haben einen Raketenwerfer. Der zerfetzt uns, wenn wir zu nah kommen. Werden wir den irgendwie los? Vielleicht. Aber dafür müssen wir ihn erst erreichen. Da sind 5 Kanks auf Patrouille. Diese verdammten Funklöcher hätte ich sie warnen können. Das ist alles meine Schuld. Warum zur Hölle mussten sie dem AV folgen? Diese Idioten! Hey, wir haben Mitch gesehen. Sicher haben sie auch Scorpion. Wir holen die beiden da raus. Falls sie noch leben. Sie leben. Alles wird gut, okay? Vorsicht, der Raketenwerfer zerfetzt uns, wenn wir uns nähern. Ich habe folgenden Plan. Du bleibst im Auto und Mach mal halblang, kommt nicht in Frage. Ich komme mit, das sind meine Leute. Panam, ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Du bist verletzt. Warte im Auto, ich versuche den Raketenwerfer auszuschalten. Ich...
Na gut. Ich hab noch Mitchs Gewehr. Ich geb dir von hier aus Deckung. Gute Idee. Also los. Das werden die bereuen. Okay, dann machen wir weiter im nächsten Part. Ciao, Leute.